Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Freitag, der 1. Juli. Ein neuer Monat und jeden Tag neue Streaming-Tipps von uns. Das Repertoire ist dabei heute breit gefächert. Jan Böhmermanns Kochshow Böhmi brutzelt geht in die zweite Staffel und die Actionserie The Terminal List, die startet. Gleichzeitig geht die vierte Staffel von Stranger Things heute zu Ende und damit fangen wir an. Elfi erfährt in der aktuellen Staffel immer mehr über ihre eigene Vergangenheit und versucht, ihre Kräfte wiederzufinden. Die Begegnungen mit der Welt im Verborgenen, dem Upside Down, nehmen wieder zu und die Freundesgruppe aus der Kleinstadt Hawkins, die ist aufgeteilt. Alle stehen vor verschiedenen Herausforderungen. Auch die Gefahr durch den dunklen Zauberer Wegner wächst und niemand weiß, wo und wann er als nächstes zuschlagen wird. Ich weiß, du hast Angst. Du hast furchtbare Angst vor dem, was du gesehen hast. Ich werde dich nicht anlügen. Deine Freunde sind auf diesen Kampf nicht vorbereitet. Hawkins wird fallen. Meine Freunde brauchen mich. Du bist nicht bereit. Die vierte Staffel hat es in sich und ist nicht für schwache Nerven, denn so viel kann man sagen, die neue Staffel ist noch ein bisschen gruseliger als die vorherigen. Die ersten Folgen der vierten Staffel von Stranger Things gibt's seit Ende Mai bei Netflix. Heute kommen die letzten beiden Episoden von der vierten Staffel raus. Weniger Gruselfaktor, dafür mehr Action, bietet unser zweiter Tipp für heute. Die US-amerikanische Actionserie The Terminal List. Der US-Navy SEAL James Rees kehrt nach einem missglückten Einsatz nach Hause zurück. Seine Einheit ist in einen Hinterhalt geraten. Er kann sich nur noch ganz vage erinnern, was passiert ist, hat aber immer wieder Schuldgefühle. Bald stellt sich heraus, dass die Sache noch nicht abgeschlossen ist und nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie bedroht wird. Antworten oder Blut? Blut. Wo ist James Rees? Stimmt es, dass der Flüchtige ein Navy SEAL ist? Es sind gerade eine Menge Leute hinter dir her, also versuch, nicht aufzufallen. 12 meiner Männer werden gerade in Särgen nach Hause geflogen. Feuer! Die Sache hat mit meiner Person zu tun. Oh, ihr wolltet kämpfen. Und jetzt steht ihr auf dem Schlachtfeld. Wie man schon hört, an Action-Szenen fehlt es der Serie nicht. In der Serie wird viel gekämpft und einiges explodiert. The Terminal List ist die Verfilmung vom gleichnamigen Roman von Jack Carr. Die Hauptrolle spielt Chris Pratt. Alle 8 Folgen der Serie könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime Video streamen. Vielleicht etwas weniger actionreich, aber auch heiß her geht es bei Jan Böhmermann am Herd. In Böhmi brutzelt lebt der Satiriker seinen heimlichen Traum als Fernsehkoch aus. Dafür lädt er sich in jede Folge Besuch zum gemeinsamen Kochen, Essen und Quatschen ein. Grüß dich, Igor. Na, endlich. Igor Levit, endlich sind wir an einem Ort, wo wir beide bei Null anfangen. Richtig. Herzlich willkommen in der Küche. Richtig. Du bist der Gast. Was hast du mitgebracht? Ich habe Zackenbarsch mitgebracht. Und Zackenbarsch? Ja. Was ist ein Zackenbarsch und warum das Gericht? Weil erstens ein super Fisch. Und warum das Gericht? Weil mir Neapel fehlt. Das war gerade ein Ausschnitt aus der ersten Staffel Böhmi brutzelt. In der Folge war Star-Pianist Igor Levit zum Kochen eingeladen. Auch in der zweiten Staffel stehen wieder hochkarätige Gäste in der Küche von Jan Böhmermann. Gleich in der ersten Folge sind die Tokyo Hotel Brüder Bill und Tom Kaulitz zu Besuch. Was da so auf den Teller kommt, könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek sehen. Und dann gibt's jede Woche eine neue Folge Böhmi brutzelt. Weitere Gäste werden unter anderem Klaas Häufer Umlauf und Comedian Enisa Amani sein. Das waren unsere Tipps zum Start in den Juli und da warten noch viel, viel mehr Streaming-Tipps auf euch. Unter anderem startet bei Netflix The Gray Man mit Ryan Reynolds, einer der bisher teuersten Netflix-Eigenproduktionen. Ihr könnt den neuesten Spider-Man-Film bei Wow streamen, bei Arte läuft Magic Mike und bei Prime Video gibt's die zweite Staffel von Flight Attendant mit Kaley Cuoco. Wann genau das alles läuft, das erfahrt ihr wie immer jeden Tag in diesem Podcast. Dem könnt ihr kostenlos folgen, überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Tipps hat heute Josua Gerner rausgesucht und Benjamin Zedani hat die Folge produziert. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.